Fährt am Wagen und da kommt der Zelda Zong kurz von den Beinen. Die scheint mir gestolpert zu sein. Das war ja kein Fehler. Da ist irgendwas passiert. Die ist da unglücklich angesprungen und plötzlich liegt sie an zweitletzter Stelle. Trotzdem geht der Start ab und Freya Sund hat hier das Kommando übernommen. Freya Sund im ersten Bogen vorne. Dahinter ist Jorma Kontio in der zweiten Position untergekommen mit Eunice Boko. Weiter außen, das ist dann die 6, das ist Sunny Sensation und innen haben wir Withmar. Vorstoß aus dem Mittelfeld von Exclusive Zone, frühe Offensive hier, die haben natürlich auch alle mitbekommen, dass die Favoritin hier ein bisschen unglücklich ins Rennen gekommen ist. Und da wird der ein oder andere jetzt vielleicht versuchen, sein Heil in der Flucht zu suchen. Aber die Flucht führt nur bis in die zweite Position, die Flucht von Exclusive Zone. Und alleine außen herum ist hier auch nicht gerade die optimale Lage. Die beste hat natürlich Freya Sund. Die geht nämlich an der Spitze des Feldes. Freya Sund, Exclusive Zone außen, innen Eunice Boko. Und jetzt fährt Erik Alderson los. Jetzt versucht er den verloren gegangenen Boden wieder gut zu machen mit Zelda Zong. Er scheint hier beide den vorderen Pferden. Die scheinen ja gerade darauf zu warten, dass sie kommt, die Favoritin. Zumindest Exclusive Zone. Und dann nimmt er keine Anstalten mitzufahren. Und auch die führende Freya Sund tut das nicht. Nach einer gelaufenen Runde ist die Favoritin also da, wo sie sein soll, aber der Aufwand ist natürlich beträchtlich gewesen. Zelda Song im vorletzten Bogen vor Freya Sund, außen weiter in Exclusive Zone, das ist die Reihenfolge. Innen geht Eunice Boko, daneben haben wir Sunny Sensation, viertes wird innen dann Withmar, begleitet von Symmetric. So wird die letzte Gegenseite durchlaufen, Zelda Song. An der Spitze eine gute Länge vor außen Exclusive Zone und da versucht im Mittelfeld dann Symmetric auf Touren zu kommen und den Boden gut zu machen, der notwendig ist, um hier vorne mitzumischen. Das scheint zu gelingen. Symmetric jetzt an vierter Stelle, 500 Meter knapp noch bis zum Ziel. Zelda Song in guter Haltung vorne, trotz dieses Bodenverlustes scheint sie im Moment alles unter Kontrolle zu haben. Erik Alderson sitzt jedenfalls drauf, als wenn er noch zweimal rumfahren könnte. Zweiter jetzt wieder Exclusive Zone außen, innen Freya Sund. Nicht weiter kam Symmetric in dieser Phase. Ganz weit außen versucht es Eden Du, aber das sind ja weite Wege. Zelda Zong ist vorne. Und wenn dann Alderson so guckt, wie er guckt, dann kann er nicht mehr verlieren. Zelda Zong, dahinter ist Freya Sund auf dem zweiten Platz. Jetzt freigekommen, aber ohne Reserven. Und da rauscht noch Eden Duo heran. Zelda Zong gewinnt überlegen, trotz dieses verpatzten Startes. Tolle Vorstellung wieder einmal. Zweiter Platz für Freya Sund und dritter Eden Duo, 1, 2 und 10, also da ist den Fans am Start das Herz in die Hose gerutscht, das Zelda Zong-Herz, aber es hat trotzdem überlegen gereicht, die Stute wird immer besser und kann noch viel mehr als das, wie wir gesehen haben und das war ja schon eine ganze Menge. Der Hattrick ist komplett, dritter Sieg in Schweden bei 4 Starts, was will man mehr?